Guten Tag, hallo und herzlich willkommen hier im Willem-Hack-Museum in der Präsentation der hauseigenen Sammlung Abstrakte Welten. Und ich freue mich, Ihnen heute eines der Meisterwerke aus dieser Sammlung zeigen zu dürfen, nämlich von Ernst Ludwig Kirchner das Urteil des Paris aus dem Jahr 1913. Ja, was sehen wir hier? Eine Arbeit, die uns schon mal durch Formen und Farben begeistert. Ernst Ludwig Kirchner wurde 1880 geboren, hat eigentlich Architektur in Dresden studiert und da seine Begeisterung für die Malerei entdeckt. Besonders interessierte er sich auch für Tendenzen in Paris. Das waren so die großen Metropolen, Paris, Moskau, Berlin. Was sich da tat mit Farbe und Form, aber auch in Berlin und auch in Dresden war vieles los. Man suchte nämlich nach neuen Formen der Malerei, weg von der Abbildhaftigkeit hin zu Farbe, Form, explosiven Farben, die manchmal auch gar nicht mit der Realität übereinstimmen, konzentrierten Formen und eben an, ja, auch einem Rückblick auf die Quellen der Kunst, auf Ursprünge der Kunst. Und wie Kirchner das gemacht hat, das möchte ich Ihnen hier zeigen. Kirchner war Mitbegründer auch der Künstlergemeinschaft Die Brücke, die sich 1905 gebildet hat. Da traf er, schon fertiger Architekt, die Architekturstudenten Fritz Bleil. Dann traf er noch Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff. Und sie gründeten diese Künstlergruppe, die sich eben auch zum Ziel gesetzt hatte, nicht nur neu zu malen, sondern das auch bekannt zu machen und Aktionen zu gestalten. 1913 löste sich die Künstlergemeinschaft Die Brücke auf und das war eine Zeit, in der Ernst Ludwig Kirchner schon einige Jahre in Berlin lebte und in dieser Zeit ist dieses Bild hier entstanden. Das Urteil des Paris, das ist eine Szene aus der griechischen Sage eigentlich und zwar geht es um drei Göttinnen, die in Konkurrenz treten. Bei einer Hochzeit, an der sie teilnahmen, wurde nämlich von der Göttin der Zwietracht Eris ein Apfel in die Runde geworfen mit der Aufschrift der Schönsten. Und jede von ihnen, das eine war die Göttermutter Hera, das andere war die Göttin der Weisheit Athene und das dritte war die Göttin der Schönheit Aphrodite, wollten die Schönste sein und versprachen dem Königssohn Paris, der das urteilen sollte, verschiedene Dinge, Weltherrschaft, Weisheit, aber eben auch die schönste Frau der Welt. Und natürlich entschied sich Paris dafür und er entschied sich für Helena, die allerdings wieder die Tochter eines Königs war. Sie musste entführt werden, sie war zudem verheiratet und es kam zum Trojanischen Krieg. Ja, von diesem Thema hier merken wir, sehen wir etwas, aber es sieht nicht aus, als sei es der griechischen Antike entnommen. Und genau das wollte Kirchner, weg von diesen antiken Themen, die so wirklich wie klassisch, klassizistisch dargestellt waren, hin zu Farbe und Form. Und einer seiner Wege war, dass er diese Szene in sein eigenes Atelier verlegt hat. Das sehen wir nämlich daran, dass wir hier ein rotes Sofa mit Muster sehen und einen Bastteppich hier unten, die tatsächlich in Fotos von Kirchners Atelier zu sehen sind. Insofern ist jetzt Kirchner selbst der Paris und die drei Damen hier im Vordergrund, die drei Frauen, die sind in einem Lichtkegel und präsentieren sich, aber nicht dem Paris, Kirchner, sondern uns. Sie schauen in unsere Richtung nicht direkt, aber sie wenden ihre Körper uns zu. Und sind wirklich in einen Scheinwerferkegel gehüllt, der dieses Ockerfarbene des Bastteppichs aufnimmt und dann noch eine Form bildet, die so etwas wie ein Unendlichkeitssymbol oder eine Acht bildet, also eine eigentlich abstrakte Form. Im Gegensatz dazu, der Hintergrund mit diesen dunklen Rottönen und auch Schwarz ist vieles dabei, konturiert, auch mit Schwarz- und Grautönen, die dann wiederum den Hintergrund bilden und auch noch in Wechselwirkung mit dem Gelb kommen. Also ganz abstrakte Ideen sind in diesem Bild vorhanden. Ja, des Weiteren abstrakt sind diese Damen eigentlich gemalt, weg von der Naturnachahmung, denn mit harten, kantigen Formen in diesem gelblichen Teint, ja, Inkarnat durch diese Beleuchtung natürlich auch und auch sehr reduziert, wenn man zum Beispiel die Brüste der mittleren Figur anschaut, die eher an Dreiecke erinnern, auch Beine und Hände sind gelenkt und sehr verkürzt, architektonisch, sagt Kirchner, dargestellt. Die äußerste, die sieht eigentlich auch am, wie soll man sagen,
Das Thema hier übrigens heute ist auch nochmal Natur und Kultur, weil eben genau die Kirchen- und die Brücke-Künstler danach gesucht haben. Und wir sehen tatsächlich hier, dass die äußere Dame eher richtig naturnah aussieht. Sie hat das Haar noch offen und ihre Füße, ihre Beine wirken fast wie Läufer eines Tieres, so etwas von Wildheit oder Ursprünglichkeit. Bei der mittleren, die hat sich schon die Haare zu Schnecken geflochten über dem Ohr, und die rechte dieser drei Figuren, die hat den modernen Bob, die hat ein kurzes Kostüm, die passt ins Berliner Nachtleben, und da waren auch tatsächlich diese Damen auch aktiv. Es sind nämlich zwei Schwestern, es sind nur zwei, nämlich auf der linken Seite sehen wir Gerda, auf der rechten Seite Erna Schilling. Ja, und Paris Kirchner muss jetzt die Auswahl treffen, aber er lässt uns sie eigentlich treffen, indem er sie uns hier vorführt. Er hat aber einen Trick, wen er sich letztlich gewählt hat, denn die Ausgewählte oder Auserwählte ist am nächsten bei ihm dran. Sie hat dieselbe Blickrichtung. Es ist nämlich Erna Schilling, mit der er zusammengelebt hat bis zu seinem Freitod 1938. Die andere Gerda, man sieht auch, die ist eher so auf sich selbst bezogen. Die Erna, die nimmt genau den Blick auf. Aber wenn wir uns das Gesicht anschauen, ist es gar kein Blick, weil der Blick leer ist. Das Gesicht wirkt maskenhaft, fast geschnitzt. Die Nase steht auf, der Kopf, das Gesicht wirkt flächig. Man hat das Gefühl, es ist eine sehr stark abstrahierte Gesichtsform. Und die hat sich Kirchner in den Völkerkundemuseen geholt. Er hat sich Masken angeschaut. Ozeanische, afrikanische, indische Masken waren dort. Und die waren eben genauso additiv aufgebaut. Die Nase und diese Fläche des Kopfes und eben diese Leere der Augen, da sieht man, Kirchner nutzt alle Quellen, die er bekommen kann. Dieses Bild hat noch zwei Überraschungen. Die eine ist bei Provenienzforschungen, bei Herkunftsforschungen zum Bild herausgekommen, nämlich dieses Bild, das Wilhelm Hack, der Sammler, der dem Museum den Namen gab, hat nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Werk im Kunsthandel erworben, und es kam heraus, dass es vor dem Zweiten Weltkrieg einer jüdischen Familie gehört hatte, des Fabrikanten Alfred Hess, und dass dieses Bild im Kölnischen Kunstverein verschwunden ist, kam bei diesen Forschungen heraus. Also war es klar, dass das Bild zurückgegeben werden muss. Die Stadt Ludwigshafen, die Länder, der Bund, private, öffentliche Geldgeber, große Unternehmen taten sich zusammen. Man sammelte, und es konnte tatsächlich dieses Werk fürs Wilhelm-Hack-Museum als dauerhaftes Eigentum erworben werden. Es werden nur noch kleinere Beträge gesammelt, um den zinslosen Kredit sozusagen abzulösen. Und man hofft, dass man bald der Erbin den gesamten Betrag geben kann. Ja, insofern das schon eine spannende Geschichte, und Sie sehen, wir sind immer noch beim Urteil des Paares und sind aber hier gleichzeitig bei einem anderen Bild, denn Kirchner hat gern die Rückseiten bemalt. Es gab Ausstellungen der doppelte Kirchner dazu. 140 seiner über 1000 Arbeiten hat er tatsächlich zweiseitig bemalt. Und hier sehen wir eine Arbeit eben auch aus dieser Zeit, die eben kurz davor entstanden ist. Das sind die Badenden auf Fehmarn an der Ostsee. Nackte Frauenkörper in der Natur. Diesmal ein ganz anderer Ton als vorne, blau, grün, frisch, und die Figuren sind auf große Felsen gelagert, die es dort tatsächlich gibt. Die Brücke-Künstler und Kirchner fuhren eben, Kirchner später eben auch heraus. Die eine Dame hier übrigens hat wieder einen Bubikopf, die hier so herausfordernd in der Hocke sitzt. Das ist auch wieder eine Anspielung auf afrikanische Kunst, aber auch auf Picassos, auch Aufnahme von afrikanischer Kunst, solche Stellungen einzunehmen. Also Erna ist auch dabei. Beim Urteil des Paris stehen sich also Natur und Kultur direkt gegenüber auch, ja, die Atelierszene und die Landschaft. Und in diesem Jahr 1913 beginnt auch Kirchners Arbeit an den Großstadtszenen, den berühmten Szenen des städtischen Lebens in Berlin. Dann kommt eine Zäsur, denn der Erste Weltkrieg beginnt und Kirchner muss einrücken. Er erleidet einen Nervenzusammenbruch nach kurzer Zeit und muss entlassen werden aus dem Dienst. Davon erholt er sich nicht mehr. Er ist wirklich zeitlebens auch gesundheitlich beeinträchtigt und muss Sanatorien aufsuchen. Also geht er dann 1917 mit Erna nach Davos, in die Einsamkeit der Berge. Das tut ihm gut, mit seinen alten Bildern, die er dann zum Teil noch mal rückseitig bemalt. Und er malt eben auch Berglandschaften, er malt Porträts der Bewohner der Orte Davos und Umgebung, und er malt eben den Menschen in der Natur.
Die Natur selbst sehen wir hier beim Bergwald am Mittag 1920-21 entstanden. Und wir merken, wie dieses Glühen hier, dieser lilanen Farben in dem Grün und Blau, das man ja schon mit Bergwäldern verbindet, nochmal eine ganz eigene Intensität bekommt. Das Blau, das überzieht diese Landschaft quasi und auch dieses Lila, das ist wie ein Lichtschein, der aber so ein inneres Bild von Kirchner für den Bergwald ganz deutlich macht. 1938 schließlich bekommt er in Bedrängnis, denn er wurde als entarteter Künstler natürlich in Deutschland verfemt und bei entartete Kunst gezeigt. Und das machte ihm so große Ängste, dass er 1938 den Freitod suchte. Zu den doppelten Bildern möchte ich nur sagen, dass es interessant ist, dass man sozusagen jetzt immer auch eine doppelte Möglichkeit hat, sie zu präsentieren und dass manche Rückseiten im Kunstmarkt dann noch teurer gehandelt werden als die Vorderseiten. Sie sehen, Kirchner bietet ganz viele Überraschungen bis heute und auch spannende Geschichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie möchten, machen Sie einfach nochmal den 360-Grad-Rundgang hier durchs Museum.